Heute wollen wir mal das Upgrade an der Yari-Gabel machen. Den Charger 2.1 habe ich mir gegönnt. In dem Fall versuchen wir auch direkt die Wartung mitzumachen. Das Ganze machen wir an einem Highbike All Mountain 7.0. Ich habe das schon mal für die Luftfeder gemacht. Auf der anderen Seite habe ich ein Debonair verbaut. Und ja, wir schauen einfach mal, was das wird. Los geht's. Erstmal das Rad losmachen, Bremsen ab, und dann versuche ich zwischendurch das ein bisschen zu kommentieren. Ansonsten schneiden wir das im Nachgang rein. Ja, wir sind hier in der Werkstatt. Das ist so ein bisschen der Hobbyraum hier. Sieht zwar nicht vielleicht aus wie eine Werkstatt, aber man kann hier auch arbeiten. Die meiste Zeit sind wir aber hier zum Bier trinken. Das klappt immer super. Kleiner Tipp: Nicht die Bremse ziehen, wenn das Rad ausgebaut ist. Sonst drücken sich die Kolben zusammen und dann muss man, wenn man Pech hat, das ganze System neu entlüften. Wichtig bei sowas ist, also ich bin kein erfahrener Bike-Zweiradmechaniker, sondern das passiert hier alles in Hobby und Eigenverantwortung. Deswegen übernehme ich auch keine Garantie für diverse Fehler. Man sollte grundsätzlich den Druck ablassen. Wahrscheinlich recht schlecht, wenn einem das Ding entgegengeschossen kommt, wenn man unten aufschaut. So, jetzt lösen wir hier unten die Schrauben. Zu einer Werkstatt gehört natürlich auch das Allerbeste, ein in der Werkbank integrierter Kühlschrank, ohne Werbung für diverse Biersorten zu machen, haben wir natürlich das Ding voll mit Bier. Wir sind hier am Land gibt es halt Bier, das ist so. Da ist doch nicht nur Bier drin. Nur Bier. So, die setzen wir jetzt nochmal an. Öl. Hört sich wie das an, was ich morgen schon mal mache. Hat er gesagt, jetzt kommt es richtig im Video. Eins müsst ihr wissen, Sarkasmus ist so mein liebster Humor und der ist auch irgendwie die ganze Zeit witzig. Gib mir mal so ein Tuch da vorne. Soll ich beide mal festhalten? Ja, pack mal in die Weste, dass es nicht so wegdreht. Schraube abziehen, Deckel abnehmen und dann mit dem Werkzeug den Einsatz rausdrehen. Ja, hierbei kann man sich wunderbar den Finger klemmen. Letztes Mal andere Seite schön passiert. Macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Ein bisschen vorsichtig sein, damit wir das Rohr nicht verkratzen oder verletzen. Wir ziehen das ganze Ding raus.
Ja, sonst hier ist ein bisschen mehr Öl drin, dann müssen wir gleich mal gucken, wie viel da wieder reinkommt. Genau, das Lappen drum, dreimal ziehen, ab. Genau. Öl! Draußen! Ja! Junge oder Mädchen? Diverse. Ja, da liegt's am Boden. Die Fruchtblase ist geplatzt. Das soll nicht sarkastisch sein, das ist jetzt einfach scheiße, weil ich jetzt die ganze. Ich hab's am Boden. Wenn ich jetzt kein Video hier machen würde, ne, würde ich viel mehr fluchen. Aber ich bin ja heute eine ruhige Natur. Die ganze Schmodder auf dem Boden. Viel hilft viel. Denk dran, nicht fluchen zu müssen. Also wir machen jetzt außen sauber. Mit? Mit Isopropylalkohol oder Isopropanol. Müssen wir das Innere vom Rohr noch sauber machen. Dazu nutzen wir einen Stock. Der ist Eigenbau und zwar am oberen Ende ist einfach nur eine Bohrung. Damit genau das jetzt passieren kann, der Lappen kann da eingeführt werden, umgelegt und dann kann man den wunderbar einführen. Oder durchführen. Bei der Tour kann man auch direkt das Innere des Rohrs wie auch das Äußere des Rohrs auf Beschädigung prüfen. Wenn man jetzt Kratzer irgendwo hat, sollte man das nicht mehr verbauen, wenn jetzt hier irgendwo massive Kratzer sind, weil quasi Dichtigkeit und dann nicht mehr gegeben ist und es nachher dazu kommen könnte, dass Dreckpartikel oder sowas ins Innere der Gabel kommen. Und niemand will, ich sag mal, im Trail oder bei einem Sprung über den Lenker absteigen, weil vielleicht die Technik nicht das macht, was er soll. Weiß ich auch, warum ein Kollege nicht mehr so viel mitfahren will. Habe ich nämlich heute mal auf den Zahn gefühlt. Der ist nämlich am Silbersee, in der letzten Abfahrt, wo so ganz steil ist, ist der nämlich nach vorne drüber abgestiegen. Er gesagt, das war deswegen, ich will keine Trails mehr fahren, hat er gesagt. War das feine Gerät? Der Gerät? Der Gerät. Jetzt müsste ich mal nochmal nachschauen, ob wir hier fetten müssen. Dichtung immer fetten. Ja, ne? Trockenes Gummi bremst. Also die Empfehlung des Herstellers ist hier die SRAM Butter. Immer so ein kleines Päckchen im Internet bestellt. Drehen wir das Teil mal da rein. Schauen wir mal. Hoffentlich passt das Gewinde. Gerade bei den Feingewinden ist immer darauf zu achten, also wenn man merkt, dass es irgendwie schwergängig wird oder sich knarzend anhört, sollte man lieber aufhören, bevor man zu viel kaputt macht. Ich ziehe jetzt erstmal nur handfest an. Mit der vorgegebenen Kraft vom Hersteller ziehe ich gleich nochmal nach. So. Schon gut vorgearbeitet. Setzen wir den mal auf, wie rum. Das mal gut ankommen. Das Ding aufsetzen. Und im Uhrzeigersinn drehen. Bis zum Anschlag. Das haben wir jetzt mal getan. Dann das Schräubchen positionieren.
wir auf jeden Fall noch tun müssen. Das ist hier ein bisschen untergegangen in dem Ganzen. Wir müssen noch die Innenrohre reinigen. Das machen wir jetzt noch. Hier machen wir jetzt mal die Dichtung richtig schön sauber. Die werden wir gleich mal fetten. So, ich habe die Dichtung von Rückständen innen befreit. Jetzt müssen wir neu fetten. Das ist Rammbutter. Dann suchen wir das Ding dann mal wieder drauf zu schieben. Ja, drin. Also die Abstreiferdichtung sieht gut aus. Hier können wir jetzt sehen, dass wir nichts sehen. Wenn man das in der Bohrung sehen kann, weil jetzt. Da kommt gleich das Öl rein. Hier auf der Seite vermisse ich die Schraube, weil ich eben den Druck abgelassen habe. Da werde ich jetzt aber wieder ein bisschen Druck füllen, damit die Stange von der Luftfeder auch weiter wieder vorne nach vorne rauskommt. Kannst du damit um? Keine Ahnung. Zieh an hier, ich hab Hunger, ich will nach Hause, los! Ja, jetzt haben wir die Werkzeuge überall in der ganzen Buche verteilt, wo hab ich sie hingelegt? Oh, nur deine große Nase am Bild. Okay, Zusammenbau fertig. Die Kartusche ist verbaut. Jetzt machen wir noch ein bisschen sauber. Und den Einbau vom Rad machen wir morgen. Weil wir schon recht spät haben, ich dann auch gleich kein Fahrrad. Jetzt stelle ich die Bremse nochmal neu ein. Das ist dann eventuell mit ein bisschen Justierarbeit und vielleicht nochmal ein bisschen Nachrichten der Bremsscheibe verbunden. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Kurzes Fazit, kurze Zusammenfassung von dem Umbau auf die Kartusche in der Yari-Gabel. Der Umbau an sich lief relativ, sag ich mal, gut. Wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat, ist das kein Problem, lässt sich das machen. Bis auf die Ölflecken am Boden. Ja, bis auf den Schmodder, den wir da veranstaltet haben. Heute, einen Tag später, mal im Hometrail probiert und gefahren über den Road Gap, den ihr aus anderen Videos noch kennenlernen werdet. Das ist ein, für meiner Meinung nach ist das ein völlig anderes Fahrgefühl. Also das ist ein weiches Landen, ein super angenehmes Empfinden, wenn ich mit einem Dämpfer eintauche. Ich kann deutlich vom Gefühl her weiter und schneller springen, also top. Der Umbau hat sich wirklich gelohnt für, ich sag mal, relativ kleines Geld in dem Preisrahmen. Ja, also ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Ronny hat die ganze Zeit gefilmt und macht auch den Schnitt von der ganzen Geschichte. Freuen würden wir uns über ein paar Abos. Das könnt ihr jetzt hier. Ja, ein Like könnt ihr da lassen. Fragen, Kommentare. Könnt ihr einfach schreiben, wir werden das nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Weitere Videos werden folgen. Ciao. Bye bye.